Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird Sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei, durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. James, du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst jetzt so viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut ihr nicht gut.
All das Hippie-Gefasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Heute ist er sogar noch nerviger als sonst immer. Was für ein Idiot. Sonst noch was Neues? Hey, Dennis. Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey! Spinn hier nicht so rum! Erschreckt. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Right between Sheeran's legs, it was about 6 inches off the ice, and Sheeran started to go down.
Edison in a loop. He tries and Harvard saves. Coming up 15 feet to break it up. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Warum ist das so? Sie hat doch so eine tolle und heile Familie. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Hey, Tanja! Bist du hier? Wie geht's Megan? Weiß ich nicht, hab sie nicht gefunden. Seid gefälligst still. Ich versuch zu schlafen. Das hast du davon. Don Röschen erwacht. Vergiss ihn. Finde Megan. Bin doch schon dabei. Tu mir einen Gefallen. Hör für ein paar Minuten auf, rumzuschreien. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Ach, als ob ihr hier die Ruhe bewahren würdet. Hör mal, Witzbold. Ich hatte einen harten Tag. Was soll denn der ganze Zirkus? Nur schnell nach Tanja und Megan sehen. Viel Glück dabei. Megan ist leicht schwierig. Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe!
Hallo und willkommen zurück. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ganz anders als die letzte. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein Wandelschattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Ahem.
Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Oh, magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln?